Zack. Oh, das war knapp. Wir fahren jetzt die Rampe hoch. Oh ja, die Rampe hoch. Das macht einen Spaß. Da sind welche. Klar, mach doch die Tür zu, hab du Angst vor mir. Feige Sau. Ihr habt das auch gesehen, oder? Oder ihr seht das noch und hört das noch. Ich sag einfach nix. Wir tanzen jetzt den Toten-Move. Den Toten-Move. Oh yeah, den Toten-Move. Oh, alles voller Munition. Nehme ich alles mit. Alles meins. Alles meins. Weil hier brauchen wir noch nicht mal was davon, weil wir jetzt schon voll sind. Alles meins. Alles meins. Und wir rennen jetzt hier entlang. Und wir springen jetzt hier runter. Oh yeah, runter. Okay, wir haben jetzt eine Leiter runter gemacht. Dumpty 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 dumpty. Der ist kaputt, den können wir aufmachen. Mom. Mom. Ich renne jetzt doch nochmal in der Richtung. Oh, nee, ich springe. Oh ne, hier runter, das war schlecht. Jetzt können wir doch noch nach oben uns ein bisschen Heal holen. Wieso treffe ich dich denn nicht? Flieg doch einfach mal gegen die Wand, denn du bist tot. Ich töte dich, das macht keinen Spaß, denn du bist eine Krähe. Voll erwischt, ey. Krass. Krass. Und wir sind voll. Das heißt, wir dürfen wieder gehen. So, wir haben sowieso hier oben geparkt. Ich würde sagen, jetzt machen wir einen coolen Move darunter. Seid ihr bereit, Leute? Und... Naja, cool war das nicht, aber der ist cool. Hey, wir fliegen. So, jetzt müssen wir da, soweit ich weiß, über die Holzbalken hinwegfliegen. Da habe ich letztes Mal größere Probleme gehabt, aber diesmal soll es per Anhieb klappen. Jawohl. Und der Ladebildschirm mit einem wunderschönen rauchigen Schleier. Was das auch immer darstellen soll, weil Wasser ist es nicht, was hochspritzt, oder? Naja, wir werden es vielleicht noch so am Anfang sehen. Nein, wir springen nur nochmal. Black Mesa! Herzlich willkommen zu Hause, Mr. Creamer. Bla bla bla, Mr. Freeman. Ich häng fest und jetzt springe ich. Okay, das war eine Scheiße, die ich jetzt schon wieder verzettelt habe. Komm, hau mal ab, Boot. Dich brauchen wir nicht mehr, nie wieder. Du bist jetzt. Tschüss, Boot. Tschüss. Dun, 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 dun. Da ist ein Eingang. Dunkelheit. Licht. Okay. Kies ist menschlich. Ja, hallo? Ich bin menschlich. Nur guten Tag. Panik. Sie sind jetzt in Sicherheit. Bin ich das? Bitte verzeihen Sie die Überprüfung. Wir können kein Risiko eingehen. Vor was? Dass ein Dr. Zombie Freeman hier reinkommt? Guten Freeman, sind Sie das? Ja. Wie sind Sie so schnell hergekommen? Da wird Ela ja überrascht sein und erleichtert. Ja, kannst du mal sehen. Ich bin Dr. Mossman, Dr. Judith Mossman. Ich hatte von Ihnen schon vor nein. der Black Mesa-Sache gehört. Nein, oh Gott. Ach, Black Mesa. Ich beneide Sie so, dass Sie damals mit Ela... Ich mach dich kaputt. Ach, das wär's. Sie können jetzt durch.
Ja, lass mich auch durch. Hallo. Ich bringe sie sofort zu Eli. Er würde mir nie verzeihen, wenn ich sie warten ließe. Ja, richtig. Also ich habe Black Mesa irgendwie anders in Erinnerung. Da sah es irgendwie mehr labormäßiger aus als so hier. Wir können hier auf jeden Fall etwas Hilfe gebrauchen. So überall weiß und schön gemacht, ja. Es wird schon viel erreicht, aber es würde so viel schneller gehen, wenn wir mehr Leute mit ihrer Ausbildung hätten. Was habe ich denn für eine Ausbildung? Wir stehen kurz vor einer verlässlichen Teleport-Technologie. Etwas, was die Combine nie geschafft haben. Ah, okay. Eli glaubt, ihre Portale sind stringbasiert, so wie beim Calabi-Yau-Modell. Doch sie haben die Dunkelenergie nicht berücksichtigt. Ah, natürlich, ist klar. So können sie zwar herkommen, aber sobald sie hier sind, brauchen sie den hiesigen Transport, wenn sie wüssten, was wir mit Verschränkungen machen. Ha, das ist natürlich der Hammer. Hören Sie nur, ich klinge wie ein Postdoktorand. Ja, genau so. Ich freue mich nur so darauf, endlich mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ja, ich mich nicht. Ich will eher die Tochter wiedersehen von dir, Digga. Ach ja. Dr. Kleiner konnte das Zen-Relais viel stärker komprimieren, als er je erwartet hatte. Wir haben herausgefunden, wie wir Zen quasi als dimensionale... Oh, meine Freunde, und die kochen auf. Also von denen will ich nichts zu essen, ey. Hast du gehört? Ich will nichts von denen zu essen. Aha. Okay, gut. So weit am Abend. Hallo. Schau, wen ich gefunden habe. Gordon Freeland. Lass dich, Mann schon, Junge. Ja, das bin ich. Mein Gott, du hast dich keinen Tick verändert. Wie machst du das nur? Tja. Ah, wann war das? Du solltest doch nach der Resonanzreaktion Hilfe holen. Ja, ich hab's nicht gemacht. Ich hätte gedacht, dass du dafür so lange brauchst. Tja. Jedenfalls willkommen im Labor. Ist nicht Black Mesa, aber für uns ist es genug. Jetzt, wo Dr. Freeman hier ist, wird es fast so sein wie in Black Mesa. Ganz genau. Ach, das soll Leute gar nicht Black Mesa hier sein, Motto. So was schade. Knapp. Wir lassen dich vom Schutzanzug wieder in den Labormantel wechseln. Ich beende hier nur schnell was. Dann nein, ich will in meinem Anzug Dr. bleiben. Freeman, es ist mir eine Ehre. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Ja, ich mich auch. Moment, ich muss mal Sieh husten. Ruhig um. Da bin ich wieder, Entschuldigung. Ja, was jetzt? Eli Bertz verdient unser Vertrauen. Aber du musst dieses Mal nicht das Versuchskaninchen spielen. Okay. Das sieht aber schlecht aus. Ach so, ich hier zu dir. Bleiben Sie bei Eli. Gehen Sie, ich komme nach. Oh. Das sagt mir aber nichts mehr. Doch jetzt. Sie war für den Job bei Black Mesa im Gespräch, aber du wurdest wegen deiner Zeit in Innsbruck vorgezogen. Ja, warum stummt ihr mich eigentlich alle? Ach, Gordon. Ach, hallo. Du wärst hier. Wie hast du das nur so schnell zu Fuß geschafft? Ja. Fürchte, er hat deinen Rekord gebrochen. Er hat's verdient. Denke, du hast bewiesen, dass du draußen zurechtkommst. Gordon wird mit allem fertig. Ja. Du könntest die einzige Ausnahme sein. Dad, bitte. Na, die kommt hier einfach mal rein und klettert jetzt mal anscheinend da hoch. Einfach mal so, ohne irgendetwas. Schau dir das an, Gordon. Ja, was ist damit? Ja, was soll ich jetzt damit? Ich finde das nicht toll. Soll ich irgendwas damit machen? Kann man irgendwas damit machen? Nö. Okay. Hi! Alex, ich dachte, du wärst auf Wache. Ich wurde abgelöst, damit ich Gordon sehen kann. Ich sollte sowieso hier drinnen am Portal arbeiten. Ja. Yep. Die Reparaturen laufen gut. Die Kapazität des Thyristors wurde falsch berechnet. Soll ich jetzt schuld sein? Ein Thyristor? Aha. Das war ein Berechnungsfehler. Oh, jetzt kann ich da hoch. Problem. Vielleicht sollte Guck, ich hab's ja ganz gemacht. Es geht wieder. Und die Installation machen. Alex, wirklich? Manchmal denke ich, du willst mich nicht verstehen. Ja. Alex, glaub ich auch nicht. Warum nimmst du Gordon nicht mit und lässt ihn mit dem Graviton üben? Klar,
Komm schon, Gordon. Jetzt wär's richtig. Graviton, heißt das nicht Graffiti Gun? Der Feldmanipulator ist kein Spielzeug. Lass uns gehen. Guck mich nicht so böse an, nee, ich erschieß dich. Du kennst Dr. Mossman also schon. Gerade auch ihretwegen bin ich so oft draußen. Mhm. Sie redet dauernd davon, was sie in der Versuchskammer bei Black Mesa getan hätte. Oh, okay. Okay, ich sollte sie nicht zu schlecht machen. Hier unten wird es nur manchmal zu eng. Warum? Das sieht hier relativ recht groß aus. Also. Das ist der alte Weg nach Ravenholm. Der hier? Da gehen wir nicht mehr hin. Warum? Ich will hier hin. Oh, hört gruselig an. Früher konnten wir direkt bis Ravenholm durch. War ein alter Minenort, in dem Flüchtlinge aus City 17 lebten. Okay. Glaub mir, der Tunnel ist nicht grundlos gesperrt. Ah, okay. Dann gehen wir wieder. Komm. Oh, was ist das denn? Warum darf ich hier nichts drücken? Oh, da war doch was zum Drücken. Geht noch nicht. Dann drückst du mal den Code da rein und wir gehen jetzt raus. Müssen wir jetzt alles nochmal durchgucken? Oh, erstmal wieder der berühmte Ladebalken. Ach, ich werde gerade ein bisschen schläfrig. Darum erzähle ich gerade wahrscheinlich auch so wenig. Ich müsste wahrscheinlich bald mal eine neue Aufnahmesession starten, damit ich wieder ein bisschen munterer werde. Aber erstmal gucken wir uns jetzt mal an, was die hier zu bieten hat. So, da wären wir. Der Schrottplatz. Mhm. Okay, ein Schrottplatz. Und was soll ich jetzt hier? Das ist das Graviton, von dem mein Vater sprach. Kannst es auch nulldimensionalen Energiefeldmanipulator nennen, wenn es sein muss. Nee, ich nenne es immer noch die Graffiti Gun. Aber danke. Ist eigentlich für Gefahrgut gedacht. Aber wir nehmen es hauptsächlich für schwere Lasten. Oh. Versuch es mal. Dankeschön. Der erste Zug löst eine Entladung aus, die Dinge um- und fortstößt. Ist gut zum Räumen von Minenfeldern. Okay, gut. Bam, bam. Was soll ich jetzt machen? Hier die ganze Zeit rumschießen? Mit dem zweiten Zug kannst du Sachen nehmen. Mit dem Erstabzug wirfst du sie. Wenn du etwas genommen hast, kannst du es mit dem Zweitabzug auch sanft absetzen. Nimm etwas auf und wirf es. Hui! Ich kann es auch wieder fangen, guck. Ist das nicht toll? Du kannst Sachen auch heranziehen. Hol mal diese Fässer von da oben runter. Okay. Okay. Bitte stapel so viele Sachen, dass du zu mir folgen kannst. Versuch was zu stapeln, damit du rauf kannst. Wieso kann ich nicht so wie du da einfach hochspringen? Aber ich hab's einfach viel mehr drauf, so? Okay. Yeah, stylischer Sprung. Ich bin aber besser da drin, süßer. Lass mich Doc rufen. Apportieren hat's ihm angetan. Okay. Doc! Hopp! Tadam, tadam, tadam. Hello, Hundi! Der ist durch mich durchgerollt. Braver Hund. Und ja. Das ist Doc. Dad baute ihn damals, damit er auf mich aufpasst. Das erste Modell war nur so hoch. Seither habe ich ihn dauernd verbessert. Nicht wahr? Okay. Okay. Warum Doc, machst du so kranker Scheiß? Nimm das Gravitron dafür. Gut. Also los, Doc. Wirf. Und du meinst, du schaffst das, oder was? Hier gegen mich? Hund. Guter Fang. Tja. Noch ein Wurf, Doc. Genial. Nochmal, Doc. Wie oft soll ich das denn noch machen? Das ist doch langweilig. Sagenhaft. Doc,
ein Ball. Ein Ball. Babam, babam, babam. Ist er nicht?